Herzlich willkommen auf meinem Kanal Sarah Farisch-Rims. Heute habe ich jemanden zu Gast, nämlich den lieben Dieter. Hallo, ich freue mich, dass du da bist. Für mich eine Ehre, dass du heute da bist. Jetzt werde ich gleich rot. Ja, vielleicht kannst du dich einmal kurz meinen Zuschauern vorstellen. Ja, was wollt ihr denn genau wissen? Also, Meerwasser-Aquarianer seid, wenn ich das jetzt sage, dann wisst ihr, wie alt ich bin. 40 plus Jahre. Kümmere ich mich darum. Also ich bin eingestiegen damals zu Zeiten Peter Wilkins, den kennen eigentlich sicherlich einige, so ein Urvater der Meeresaquaristik. Das war so mein Ziehvater, der mich durch die ganzen Hürden am Anfang gebracht hat. Ihr müsst denken, diese Technik, die gab es damals gar nicht. Also man hat wirklich mit jeder Koralle experimentiert. Mhm. Ja, jeder Fisch war ein Experiment. Was macht man, damit er beim Leben bleibt? Ja, und so hat sich dann die Meeresaquaristik bis heute 2024 so durch mein Leben gezogen. Immer verbunden mit dem Ziel, die Tiere auch in ihrer natürlichen Umgebung zu beobachten und da zu lernen, was brauchen die, um das dann zu überführen in die Meeresaquaristik. Mhm. Und das sieht man ja, dass das zum Teil richtig gut funktioniert. Ja, was hat dich denn bewegt, heute zu mir zu kommen? Ja, wir haben eine gemeinsame Bekannte, ich darf aber keine Firmennamen sagen, die hat gesagt, du hättest ein schickes Becken und es würde sich ja lohnen, das mal in der Koralle vorzustellen. Aha. Und dann haben wir überlegt, wie wir das am besten machen. Und da hast du mir schon einen sehr guten Text geschickt. Der ist zu Hause bei mir am Schreibtisch. Und was fehlt, waren die Bilder. Und deswegen bin ich dann heute hier, um hoffentlich gute Fotos zu machen, um den Bericht entsprechend bebildern zu können. Genau, du bist nämlich voll bescheiden. Das ist der Chefredakteur der Zeitschrift Koralle. Ja, Bescheidenheit ist meine Natur. Ja, ne? Hast du ja noch gar nicht gesagt, das ist Dieter Brockmann. Ja, gut. Ne? Ich bin momentan seit, ich weiß gar nicht, früher, als die Koralle noch im Birgit-Schmettkamp-Verlag waren, war ich der wissenschaftliche Lektor vom Birgit-Schmettkamp-Verlag, so nebenberuflich, muss ich dazu sagen. Und dann ist irgendwann die Zeitschrift Das Aquarium, wie sie damals verkauft worden, an den NTV-Verlag. Und dort bin ich dann als stellvertretender Chefredakteur eingestiegen. Da weiß ich gar nicht mehr, wann das war. Das ist schon ewig her. Und seit vor 3 Jahren bin ich dann verantwortlicher Chefredakteur der Koralle im NTV-Verlag. Ja, das ist sehr cool. Ist, wie gesagt, für mich total die Ehre, dass unser Aquarium in eurer Zeitschrift vorgestellt wird. Nee, echt schön, auch dich mal kennenzulernen. Finde ich mega interessant. Vor allen Dingen, weil du ja echt schon über 40 Jahre in der Meerwasseraquaristik bist. Ja, man hat die ganzen Strömungen mitgemacht. Ja, wir haben ja angefangen mit reinen Fischbecken. Also es gab keine Korallen. Und dann kam, ich weiß nicht, Mitte der 60er, Ende der 1960er Jahre die ersten Korallen, also braune Ricardea Juma, ne, die würde heute jeder wegschmeißen, Entschuldigung, aber würde sie nicht mehr pflegen, weil die nicht bunt genug sind. Ja. Und dann kamen so die ersten Lederkorallen, die ersten Weichkorallen und dann irgendwann sprang das dann um, aus Berlin kommen so die ersten SBS-Korallen. Und das ist ja auch eine neue Strömung. Ja, jetzt haben wir diese ganz tollen SBS-Becken gehabt, die dann gewachsen sind wie kleine Korallenriffe. Und mittlerweile ist das Hobby, was man durchaus sehr skeptisch sehen kann, ja, es gibt einen völlig neuen Trend. Ja, es muss bunt sein. Die Korallen müssen bunt sein. Eine braune Koralle darf nicht mehr, ich übertreibe jetzt in meinem Becken. Ja, das ist ein Trend, der sich immer mehr durchsetzt, dass die SBS, die werden wirklich komplett die Becken gestaltet, dass sie bunt sind wie so ein Bild, ja. Man könnte das auch, ich vergleiche das immer mit den holländischen Pflanzenaquaren, wo ich da eine schöne kleine Brontpflanze habe, da eine grüne und dann ein bisschen anders grüne und so sehen diese Becken mittlerweile auch aus. Die sehen toll aus, ob man das haben möchte, weiß ich nicht. Ich bin eher der Freund, die Korallen müssen wachsen, also sie müssen groß werden, wie im Meer auch und dann ist es gut. Aber wie gesagt, das ist eine Strömung und die wird man nicht mehr aushalten können. Wir werden ja mittlerweile Farbschattierungen bei Acropora, bei SBS-Korallen gezüchtet. Ja? Also wir können uns darauf freuen, dass sie immer noch bunter werden. Aber bunt heißt auch Pflege, mehr Pflegeansprüche. Also viele von diesen cremefarbenen Korallen, also ganz hellblau oder ganz hellrosa, die leben ja am Existenzminimum, das muss man sich überlegen. Ja? Da wird wenig Nitrat, Phosphat reingegeben, damit die Zugsantellen nicht wachsen. Okay. Und wenn die stark wachsen, die Zugsantellen, also Nitrat, sag ich mal 15 Milligramm, dann überlagern die Farben. Also was macht man? Man bringt die Koralle ans Existenzminimum, dass die Zugsantellen nicht mehr leben können. Schon hat man eine schicke, farbige Koralle. Nachteil ist meine Meinung, ist, wenn dann mal irgendwie ein bisschen was passiert, ja, dann nippeln die ab, weil die einfach keine Energiereserve mehr haben. Muss man, das ist meine Meinung, es gibt sicherlich Leute, die sind da ganz anderer Meinung, aber de facto, so eher ernährungsphysiologisch ist das einfach so. Ne? Und außerdem, wenn du in einen Korallenriff gehst,
die Korallenriffe, die sind in der Regel nicht bunt. Ja. Die sind braun, cremefarbenbraun. Da kannst du hingehen, wo es gibt ein paar Ausnahmen im Roten Meer, so ein paar Stellen. Papua-Neuguinea gibt es ein paar Stellen, da sind sie hübsch bunt. Aber das ist die Ausnahme. Und die richtig bunten, die siehst du mal so zwischendurch platziert. Und häufig sind das dann nicht mal Steinkorallen, sondern die Lederkorallen oder, mhm, oder solche Arten, den Noniphthenarten. Ne? Ja. Ja. So, und da werden wir sehen, wo die Zukunft uns hinbringt. Ich glaube, das muss man hier ganz sagen, die Zukunft der Meeresaquaristik ist keine rosige. Das muss man ganz klar sagen. Darf ich das sagen? Ja, darfst du sagen, klar. Aus vielerlei Gründen. Grund eins ist, die Kosten sind ja dramatisch explodiert. Ja. Also mein erster gelber Doktor, der hat damals 28 D-Mark gekostet. Mhm. Ja, jetzt kriegst du nur noch Nachzuchten, die zu tollen, wahrscheinlich berechtigterweise hohen Preisen gehandelt werden. Die Energiekosten, das ist ja in Deutschland ist ja ein Riesenproblem, das muss man einfach sagen, dass so ein Becken ja auch ziemlicher Stromfresser ist, ja, trotz LEDs. Haben wir ein Video zu gemacht, zu den Stromkosten, uns das mal alles so ausgerechnet, mhm, und wir liegen mit dem Aquarium, mit allem, der Technik, die du ja gesehen hast, mhm, bei so ungefähr 100 Euro im Monat. Und dann, das muss man bereit sein. Ja, da muss man bereit genau, sein, das es ist halt, da hatten wir auch so, ja auch in den Kommentaren unten drunter, es gibt ja auch andere teure Hobbys und wenn man halt was mit Leidenschaft macht, gibt man auch gern Geld dafür aus oder muss halt bereit sein auch, das Geld zu investieren. Wir haben aber auch so ein bisschen, das ist das Video, was heute veröffentlicht wurde, was, also wir haben jetzt eine PV-Anlage. Ja. Genau, die diese Stromkosten irgendwie... Gut. Kompensiert. Aber das kann halt nicht jeder machen. Nein, du musst einfach die Infrastruktur, sag ich mal, dazu haben, um so etwas machen zu können. Ja? Ich habe einen Freund, der macht das auch super. Ne? Der baut sich ja sogar ein kleines Windrad jetzt, um seine Sauna richtig heizen zu können. Cool. Also wenn du die Infrastruktur hast, ist das alles gut. Ja. Aber wenn man einsteigt in dieses Hobby, muss man einfach wissen, es kostet Geld und es kostet Zeit und es kostet Geduld. Das ist einfach so. Sag mal, man muss ja nicht mit so einem Koloss einsteigen. Aber ich habe ja dort dann mein Nanotank. Nicht mit einem Nanobecken, ne? Anfangen. Nein? Nanobecken sind viel schwieriger zu pflegen als große Becken. Ja, das du, allein die Dichte konstant zu halten, ist ja schon mal eine Aufgabe. Ja, gut, dafür haben wir den Tunze-Osmulator. Ja, der dann wieder ein paar Euro kostet. Der dann wieder das kleine Becken ein bisschen teurer macht. 5 Watt. Ja, nee, ich will ja nur sagen, also ein kleines Becken erlaubt keine Fehler. Großes Becken ist viel toleriert viel mehr Fehler als ein kleines Becken. Das ist einfach die Biochemie und die Chemie im Aquarium. Das ist einfach so. Ne? Ja, da aber um vielleicht zurückzukommen auf das Thema, warum die Zukunft nicht so rosig ist, also das sind die Kosten, die man hat. Das Zweite ist natürlich, dass wir dramatisch mit Verboten zu kämpfen haben. Ja? Mhm. Also sowohl auf der Fischebene als auch auf der wirbellosen Ebene. Es ist ja völlig abstrus, dass mittlerweile Lebendgestein mit CITES kommen muss. Das muss man sich mal überlegen. Ich weiß, dass CITES jetzt daran arbeitet, das wieder runterzunehmen. Aber CITES ist da, was ist einfach so. Ja, Fische, Hawaii ist kompletter Stopp da. Die machen mal wieder 2 Wochen auf, dann dürfen 3 Fische gefangen werden, dann ist wieder Schluss. Und das ist ja der Grund, warum die gelben Doktoren nachgezüchtet werden. Mhm. Ja, weil die einfach nicht mehr von Hawaii oder von Marshallinseln importiert werden dürfen. Und so werden wir immer mehr Probleme kriegen. Steinkorallen, das ist abzusehen, wann es keine Wildfänge mehr gibt. Und da arbeiten die Regierungen ja schon daran, ist eine Farmzucht im Meer, ist das ein Wildfang oder ist das eine Nachzucht? Das muss man sich mal überlegen. Ja? Wenn die da auf die Idee kommen, das ist ein Wildfang, dann dürfen die auch nicht mehr exportiert werden. Das gab ja jahrelang bei den Salomonen, diese Streit. Also ich denke nur, dass wir sehr zu kämpfen haben werden und ich eigentlich nur jeden bitten kann, möglichst keine Wildfänge mehr zu kaufen, sondern nur noch Nachzuchten. Nachzuchten sind teurer. Die müssen teurer sein, weil da ist Energie, Personalaufwand und, was die Nachzuchtfirmen alles machen müssen. Ja? Und deswegen, also mein brennendes Plädoyer, sich grundsätzlich auf Nachzuchten zu konzentrieren. Auch Korallen, ich meine, ich habe vor 2,5 Wochen habe ich 2,5 Kilo Steinkorallen aus meinem Becken rausgeholt, die einfach weg mussten, weil das Becken zu dicht war. Ja, das sind massiv Ableger ohne Ende, die man dann einfach verteilen kann an andere befreundete Aquarianer oder in den Aquarienverein gehen, um zu tauschen. Das ist ganz, ganz wichtig, finde ich, um das Hobby überhaupt am Leben zu erhalten. Ja, auf jeden Fall bin ich bei dir.
Ja, wenn ich irgendwann mal Wachstum habe, Wachstum, wäre ich auch bereit abzugeben. Ja, das ist ja eine Sache der Zeit, bis ja, die Sachen wachsen. Genau, ja, das dauert noch. Ich habe gerade das 3 Monate alt oder so. Ja, genau. Ein Aquarium sieht aus wie ein Aquarium nach 1,5 bis 2 Jahren. Ja, aber man muss genau ja die ganzen Probleme erstmal durchstehen. Ja, ja, genau. Jetzt mit unseren gerade neuen Problemen. Thema Geduld, ne? Ja, genau. Ja. Aber das ist halt so, das muss ja man auch wissen, ja, wenn man neu anfängt mit dem Hobby. Man braucht einfach Zeit. Ja. Man kann nicht so ein Becken da hinsetzen und 3 Tage später sieht das top aus. Das geht mit Fischen. Aber nicht, wenn man Korallen haben will, wie SPS, LPS. Das geht zum Teil vielleicht sogar mit Lederkorallen. Aber auch selbst das kann durchaus schwierig sein. Ne? Naja, unser letztes stand genau 1,5 Jahre und da war auch alles endlich eingespielt. Ja. Ne? Und dann haben wir gesagt, so jetzt vergrößern wir uns und jetzt fangen wir quasi wieder von vorne an. Ja, gut. Aber das war es dann auch. Also wenn das einmal richtig schön... Ja, ich habe ja schon einen Vorschlag gemacht, ein Eckbecken zu machen. Eckbecken, das Schatzi wäre dann... bisschen Schwund ist immer. Ja, ja, aber da komm ich auch an meine Grenzen. Ja, aber du hast ja gerade schon dein Becken erwähnt. Das hat 600 Liter, richtig? Ja, 600 Liter. Ist ein Red Sea-Becken, darf ich ja sagen. Seid zufrieden mit? Dein Becken ist jetzt, du hast gesagt, jetzt? Eigentlich schon alt, aber durch einen Umzug. Ja, also mein Becken steht jetzt. Wir sind im Januar letzten Jahres von Ulm nach Mülheim gezogen. Und das bedeutete, dass ich mein Becken in Ulm mitnehmen musste. Weil ich auch ziemlich, ich hatte halt ein paar Schätzchen, die wollte ich nicht wegtun. Mhm. Das hat mit den Korallen, hat das erstaunlich gut gemacht, geklappt. Also ich habe keine großen Korallen mitgenommen, null. Ich habe immer kleine Ableger und die eingepflanzt. Und die großen Stücke habe ich dann abgegeben. Das hat erstaunlicherweise mit 2 großen Tridacnas auch sehr gut geklappt. Mhm. Bis die eine meinte, im Sommer ableichen zu müssen. Und das hat sie leider nicht überstanden. Oh. Aber das ist eine andere Story. Das heißt ja nur, dass das Becken im Prinzip in Ordnung ist, wenn die Garnelen produzieren. Ja. Das ist okay. Ja, und jetzt ist es 1,5 Jahre und jetzt ist es zugewachsen. Jetzt muss ich regelmäßig rausbrechen. Ist einfach so. Cool. Ja, ich hoffe, ich kann das auch irgendwann mal sagen. Ja, wobei ich habe eigentlich aufgrund meiner Nähe zu den Kaiserfischen, habe ich eigentlich kaum LPS-Korallen. Mhm. Ich habe zwar die eine oder andere, okay, die würde vielleicht bei mir auch als Korallenfutter durchgehen, wenn ich ehrlich bin, aber wenn die mal ausgewachsen sind, dann habe ich doch schon Angst, dass die dran gehen. Ich habe so ein traumatisches Erlebnis mit einem Chelmon gehabt, jetzt nicht Kaiser, aber ich hätte dann, den hatte ich ewig lange, 3, 4, 5 Jahre und ich hatte so ganz schöne Trachephyllias drin. Oh. Und von heute auf gestern hat er sich über die Trachephyllias hergemacht und der hat in einer Stunde die Trachephyllia zerrupft. Einfach zerrupft. Und das ist natürlich etwas, dann denkst du auch, riskierst du das? Chelmon ist ein super Fisch, einer meiner Lieblingsfische, gebe ich offen zu. Ja, finde ich auch, bildschön. Aber dann überlegst du natürlich schon, ob du das machst. Ne? Ja. Ob man dieses Risiko eingeht. Jetzt kriegt man den Chelmon wieder raus mit einer Fischfalle. Ja. Das ist auch ganz lustig, habe ich so eine Trachephyllia an die Fischfalle getan. Oh. Ja, da, Survival of the Fittest. Egal. Ja, ja, aber da muss man dann halt dann überlegen, was man macht. Ich denke auch, man muss die Becken so einrichten, wo das Hauptaugenmerk ist. Ja. Ich würde immer davon Abstand nehmen, so das finde ich schön, das finde ich schön, das finde ich schön, das packen wir da rein. Sondern man macht sich vorher einen Plan, glaube ich. So, ich möchte, wie in meinem Fall, schon die Zwergkaiserfische halten, auch paarweise. Was kann ich da rein tun? Mhm. So, und an die SPS, also wenn es gibt so 2, 3 Arten, die mögen da dran knabbern, aber meistens geht das sehr gut. Ja. Mhm. Und so kann man die Becken dann so einrichten, dass es ein harmonisches Bild gibt. Ich bin aber auch der Meinung, wenn so ein paar Kentropüge mal einmal so einer Koralle knabbert, das tut der auch nicht weh. Ne? Das machen die ja im Meer auch. Und ich glaube auch, der frisst auch nicht den Polypen, der frisst einfach den Schleim ab, der da drauf wächst. Ne? Das werdet ihr auch sehen. Sobald ihr eine neue Koralle reintut, werden die Kaiserfische total interessiert sein, weil die fressen einfach, wenn die Korallen nur reinkommt, schleimen die ja dramatisch. Die fressen einfach den Schleim ab und dann haben halt viele Leute Angst, wow, die gehen direkt auf den Korallenpolypen los. Das stimmt dann gar nicht. Das ist ja schon mal ein guter Hinweis, wenn wir da was nachsetzen würden. Wie bist du überhaupt so zu der Meerwasser-Aquaristik irgendwann gekommen? Das war halt so.
weiß. Nein, ich komme aus der Süßwasseraquaristik. Ah, auch? Also ich habe früher Diskus gezüchtet, also als Bub. Ja, cool. Und dann kamen die afrikanischen Zichlinen, da bin ich immer noch dramatischer Fan von. Es gibt nichts Schöneres als einen Schneckenbuntbarsch, der so sein Becken mit den Schnecken also so einrichtet, wie er das möchte. Mhm. Und wo dann die älteren nachkommen, die älteren Kinder auf die jüngeren aufpassen, ist ein fantastisches Bild, total, total interessant, sowas zu beobachten. Ne? Ja, und dann habe ich mein erstes Seewasserbecken gehabt und dann war ich, glaube ich, 17 oder so. Und dann war ich hatte nur noch ein Bett in meinem Zimmer. Und ein Aquarium. Und vier große Meerwasserbecken. Damals hat der Strom noch nichts gekostet oder so. Und dann habe ich versucht. Mit 17. Ja, das ist halt so. Und cool. Ja, dann kam halt eins zum anderen. Da kam Studium, musste ich abbauen. Aber ich habe mein Leben lang irgendwelche Aquarien gehabt. Also, und dann, eingefleischter Aquarianer. Ja, kann man so sagen. Ja, cool. Ich stehe dazu. nur es ist halt weniger geworden, weil halt irgendwann kommt der Beruf. Ja, und ja. Dann hat man nicht mehr so viel Zeit. Dann kommt die Familie, dann hat man noch ein bisschen weniger Zeit am Anfang. Und dann ist es halt so, ne? Da muss man schon abspecken. Und dann denke ich, wenn man dann was macht, dann soll man eine Sache richtig machen, vernünftig machen, anstatt dass ich hätte jetzt auch Platz für mehrere Becken, aber ich habe da im Moment einfach keine Zeit, mich drum zu kümmern. Ja, so bin ich dazu gekommen und so werde ich vielleicht noch ein paar Jahre dabei bleiben. Ja, bestimmt. Hattest du schon mal ein schlimmes Malheur irgendwie? Ich hatte mal ein 2,20 Meter Becken, wo hinten ein Riss in der Verklebung war. Uiuiui. Das war eine Aktion, weil da muss man ganz schnell sein, denn 220, das waren irgendwie 1200 Liter oder das so. Das hat auch 220. Ja, also 2,20 Meter. Aber hier ist ein Steinboden und wir hatten einen schicken Holzboden. Oh. Das macht keinen Spaß. Nee. Der vor allen Dingen eine Bekannte von mir, die hat Riesenbecken, ist auch Aquarianer mit Leib und Seele. Mhm. Die hatte auch einen Neubau und die Becken standen an der Wand und da ist das Seewasser in die Wand rein. Das kriegst du ja nie wieder raus. Ne? Das ist ein Riesenproblem. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich ein kleineres Becken habe. Ich habe im Keller ein Ersatzbecken. Wenn jetzt nochmal was passiert, kann ich quasi 0815 1 zu 1 umziehen. Ne? Innerhalb von ein paar Stunden ist die Sache durch. Das ist einerseits für mich beruhigend. Ja? Ja. Wenn das ist, kann ich Schäden verhindern. Andererseits kann ich die ganzen Tiere retten, ohne dass groß was ist. Das war der Grund, warum ich dann auch verkleinert habe. Ja. Notfallbecken hätte ich unten auch noch stehen. Nein. Aber nicht so ein Becken. Also kann ich nur jedem empfehlen, ich wenn man irgendwo nicht Platz hat, so ein leeres Notfallbecken und wenn es halt 100 Liter sind, aber um einfach die wichtigsten Tiere zu retten. Ja. Und das ist schon wichtig. Aber das war mein größtes Problem mal. Und sowas passiert natürlich häufig dann, wenn man nicht da ist. Ja, Murphy's Law. Ja, das ist tatsächlich. Echt, sowas hatten wir Gott sei Dank noch nie. Irgendwie ein Leck im Aquarium und mussten da irgendwas, also Schatzi schüttelt schon den Kopf, das wäre hier auch Katastrophe. Selbst hier mit dem Steinboden, wenn hier irgendwas auslaufen würde. Das ist doch nicht immer Katastrophe. Ich habe einen Bekannten, der hat ein 3-Meter-Becken, auch im Wohnzimmer. Der hat sich vor dem Becken, der hat auch Steinboden Ablauf gemacht. Wenn das ist, dass das direkt weggeht. Auch keine schlechte Idee. Ja, war auch im Eigenheim. Ja, und dann entsprechend, also eigentlich das Haus und das Aquarium gebaut. Ne, mit allem, was man so überlegen kann, was passieren könnte. Hast du noch Fragen, Schatz? Also ich find das interessant mit mit dieser Perspektive auch auf die Meerwasser-Aquaristik, weil ich glaube auch, dass da sehr viele Probleme entstehen werden. Ich glaube, dass da habe ja im letzten Video gesagt, ich habe die leise Hoffnung, Energiepreise und dergleichen könnten mal wieder nach unten gehen, irgendwann mal. Aber ich glaube halt auch, dass die Meerwasser-Aquaristik genauso auch wie die Terroristik, ist ja nicht nur die Aquaristik, die das betrifft, mit diesen Verboten und mit diesen also sehr arg engmaschig geregelten System, die da jetzt gefahren werden, halt früher oder später massive Probleme kriegen. Ja, der Terroristik geht es ja noch schlechter als der Meerwasser-Aquaristik. Da ist ja der Artenschutz dramatisch. Es mag ja hier und da wichtig sein, Artenschutz zu haben. Ja, aber man muss auch mal anders denken. Bleiben wir beim Thema Korallen. Es ist ganz klar, in unseren Aquarien haben wir einen Genpool. Ja, wir haben 80% der Riffe werden in 10 Jahren nicht mehr da sein.
Aber wo sind denn dann die Genpoole, um eventuell irgendwann mal was zu machen, um aufzuforsten? Ja? Das macht man da nicht durch Fragmentation, dann züchtet man die, also ganz normal die Ableger durch geschlechtliche Vermehrung. Aber wir hätten einen Genpool und das darf man nicht vergessen. Ja? Wenn man in Deutschland oder in den USA ist, wie viele Becken gibt es mit zig verschiedenen Acropora-Arten? Ne? Da hast du einfach einen Pool an der Hand, mit dem man irgendwann mal arbeiten kann. Und dann ist es ja auch wichtig, dass, ich meine, die ganze Wissenschaft, die schreit immer, jo, wir müssen das und das machen. Aber wo ist denn das Know-how her? Ja, wie machen denn die Wissenschaftler jetzt in den großen Instituten ihre Becken? Das haben irgendwann mal wir Aquarianer alles gemacht. Ja, und die nehmen die Techniken, die wir entwickelt haben, und arbeiten damit weiter. Das heißt, jeder Aquarianer oder war einmal oder ist ein Vorreiter für die technologische Entwicklung. Ja? Guck dir die LED-Lampen an, guck dir früher die HQI-Lampen an. Ja? HQI-Lampen, das waren die Meerwasser-Aquarianer in Bottrop und in Berlin, glaube ich, die als erstes die HQI-Strahler da drauf gemacht haben. Dann erst NDL, das war schon Mist, WDL war noch doof und dann wurden die ersten 10.000 Kelvin-Brenner auf den Markt gekommen. Ja? Das sind einfach Dinge, die von den Aquarianern angestoßen wurden. Ja? Und um die Gesamtthematik nach vorne zu bringen. Das, denke ich, ist eigentlich auch ganz wichtig, dass man das absolut im Hinterkopf hat. Ne? Das sehe ich auf jeden Fall auch so. Ich sag mal, in gewisser Weise muss das ja auch einen Grund haben, warum das jetzt alles so in so einem großen Maßstab passiert. Das ist ja jetzt auch alles vielleicht erst technisch gesehen machbar mit den Korallenzuchten geworden. Ja. Wenn man sich überlegt, wie lange wir, das weißt du besser als ich, Korallen wirklich erfolgreich erst halten können, dann denke ich mal, ist ja die Zucht sozusagen noch einen Schritt weiter nach vorne. Und in der Terroristik kann man es ja eigentlich auch sehr gut sehen. Also es gibt ja ein ganz prominentes Beispiel, den Axolotl. Ja, den gibt es ja nicht mehr in freier Wildbahn. Die haben ja da mal irgendwann baulich das Ding da begradigt und dann war der weg. Mhm. So, und der lebt immer noch in Aquarien bei Aquaristen. Ne? Obwohl, jetzt kann man sich streiten, ist es ein Aquarientier oder ein terroristisches. Ich bin früher mal auch viel in der Terroristik unterwegs gewesen, aber da gibt es ja mehrere Beispiele. Mhm. Ne? Auch zum Beispiel diese ganzen kleinen Freigiftfroscharten, die teilweise ein Habitat haben von, ja, keine Ahnung, von der Größe des Wohnzimmers hier und fährt da der Bulldozer drüber, sind die halt, also wir bekommen ja nur immer die großen, prominenten Beispiele unter die Nase gehalten, die aussterben. Aber ich sag mal, wie viele Tierarten eigentlich jeden Tag hier vom Planeten vertilgt werden, das ist ja... Ja, aber mit Feigefröschen kannst du nichts gewinnen, ja, in der Presse und in der Bevölkerung. Du musst halt diese spektakulären Arten haben, die vom Aussterben bedroht sind, um überhaupt Erfolge zu haben. Aber in Deutschland ist es natürlich, ich meine, wir haben eine ganz seltsame Gesetzgebung. Im letzten Koalitionsvertrag steht drin, das ist ja jetzt leider gescheitert mit Aufhebung unserer aktuellen Regierung, dass die Haltung jeglicher Art von Wildtieren verboten werden soll. Das steht im Koalitionsvertrag drin. Wenn die das durchgezogen hätten, wäre auf einmal Schluss mit der Aquaristik. Ja? Ja. Ende Gelände. Mhm. Ja? Oh, das ist glücklicherweise, das stand bei Frau Merkel auch schon im Koalitionsvertrag, das hat man auch nicht durchgezogen. Ich denke, das ist so ein Angebot an eine bestimmte politische Richtung. Ist alles richtig, ist auch gut, ja. Aber dass man jetzt auf einmal dann Kindern, die man Yuppie halten will, ja, irgendwie so einen Sachkundenachweis haben möchte, was ist das denn? Ja. Ja, also ich meine, irgendwo muss auch mal Schluss sein mit, mit den ganzen Regulieren. Ich meine, wie bringt man denn die Kinder an die Natur ran, indem sie sowas machen, ja, indem sie vielleicht mal nach draußen gehen, Frosch fangen und den mal, oder ein paar Stichlinge und den dann mal zu Hause halten und mal beobachten. Ja, ich bin ja da auch so in dem Business, sage ich jetzt mal, die Kinder an die Aquaristik zu bringen, oder ich habe ja auch schon Projekte gemacht mit Kindern und habe jetzt eine Aquaristik AG in der Schule und die sind da ja Feuer und Flamme, die lernen ja auch ganz anders, die sind da ja voll mit dabei, mit Herz, ne? Ja, die haben ja auf einmal auch eine Verantwortung. Ja, ne? Genau, solche Sachen. Und das ist in meiner Meinung total wichtig. Und da kann man nicht immer mit Verboten gegensteuern. Nee, also das ist der völlig falsche Ansatz. Also ich glaube, dass um eine Empathie zu irgendetwas zu entwickeln, das eine Grundvoraussetzung ist, dass man es auch irgendwo mal kennengelernt hat, es in irgendeiner Form einen berührt hat. Ja, im Negativen wird es natürlich jetzt nicht so sein, dass man dann besonders empathisch ist. Aber ich sag mal jetzt so in so einem Kontext, wie Sarah das jetzt macht, dann halt in einer positiven Sache,
Also ich glaube, wenn man das alles so steril hält und die Kinder von allem fernhält, dann verlieren die halt sehr viel. Und auf der anderen Seite verliert dann halt auch die Natur oder die Tierarten relativ viel, weil es einfach keine sensiblen Kinder mehr gibt, die vielleicht ihre Stimme erheben und sagen, das möchte ich so nicht. Konrad Lorenz hat das ja gesagt, ja, man liebt nur das, was man kennt. Ja, das ist so. Ganz, ganz klar. Ne? Ja. Wenn ich irgendwie was so, keine Ahnung, anonym da habe, was mich nicht... Nein, deswegen, es gibt ja auch sehr viel Diskussionen immer um Zoos. Ich glaube, da gibt es immer Luft nach oben. Wir sind immer in der Lage, uns zu verbessern. Aber ich denke, dass Zoos nicht nur zur Arterhaltung und Zuchtprogrammen sehr wichtig sind, sondern halt gerade auch, damit man eine Schnittstelle hat zwischen Mensch und Tier. Umwelt, ne? Ja, es wäre natürlich mehr auch, aber... Ne, es prallen da halt auch immer wirtschaftliche Faktoren rein. Wenn ich jetzt, ich liebe es, in der Terroristik habe ich es geliebt, ein Terrarium einzurichten und da haben Leute vorgestanden und haben gesagt, verdammt, Mama, was hast du denn da drin? Ich stehe jetzt hier eine Stunde davor, ich sehe nicht. Ne? Ja, und das ist eine Geschmacksfrage. Natürlich. Kriegt man dann vielleicht die bösen Briefe von den Besuchern, dass die sagen, Mensch, ich habe den Tiger überhaupt nie gesehen, der war irgendwie 300 Meter hinten in der Ecke im Bambus. Mhm. Aber ja, im Endeffekt finde ich ist es eine wichtige Sache und eine gute Sache, dass das gemacht wird. In einer vernünftigen Konstellation wird man das vielleicht einfach finanziell besser unterstützen und dann könnten sich solche Zoos auch einfach vielleicht größere Sprünge leisten und mehr für die Tiere noch machen. Also ich glaube, ich war mal jahrelang in der Gesellschaft für Neues Meeresaquarium in Ulm, das ist der Zoo da, ja. Und es gibt zwischen dem, was wir in Deutschland in Zoos machen und zum Beispiel in Amerika Welten. Das eine ist die Art der Finanzierung. Ja, in den USA ist nicht ein Tier von irgendjemand gesponsert worden. Also die haben ganz andere Geldquellen zur Verfügung. Ja. Und das zweite ist, was mir sehr gut gefallen hat in den USA, ist der Lehrauftrag, den die haben. Da gibt es ja nicht ein Aquarium, wo nicht irgend so ein Senior vorsteht und der die Geschichte von den Tieren da drin erzählt oder was überhaupt für Arten da drin sind. Das ist in Deutschland aus versicherungstechnischen Gründen fast unmöglich. Das muss man sich mal, wie viele Leute würde es geben, die sagen, so sonntags, wenn die Kids kommen, dann ich gehe da hin nach Zoo Duisburg und erzähle da was. Was soll das? Warum können wir das in Deutschland nicht machen? Also die Versicherung ist dagegen. Ne? Und in den USA, das ist viel, viel besser. Also da wundert man sich manchmal, was diese so für ein soziales Engagement noch haben, wenn die da unterstützen. Helfen. Und das finde ich sehr gut. Ne? Und da gehen die Kinder wirklich, wirklich super voll nach Hause. Ne? Die hatten Erlebnis ohne Ende. Mhm. Die gehen nicht nur nach Disney World oder so. Also sondern wir reden in Deutschland ja immer viel über Bürokratieabbau. Ich glaube, das ist wirklich jetzt eine Baustelle, die es in ja, so vielen Bereichen, selbst nur die Aquaristik, es sind ja so viele Bereiche, wo es dringend danach schreit, dass man mal ein bisschen Bürokratie abbaut statt aufbaut. Ich sag mal, es sind alles so Werdegänge und Prozesse. Man kann jetzt nicht alles vom Zaun brechen. Das, was Sarah zum Beispiel jetzt machen möchte mit der Aquaristik AG in der Schule, finde ich eine tolle Sache. So ein bisschen ist das auch inspiriert mit dieser Geschichte, die der Claude dargestellt hat in Amerika. Ja, die Schule der Aquaristen, ne? Genau, das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Für uns wäre dann zum Beispiel ein ganz wesentlicher Faktor, jedenfalls auch für mich und für Sarah sowieso, dass praktisch gesehen du die ganze Zeit in der Aquaristik AG sein kannst. Ob du jetzt in der Oberstufe bist oder du bist gerade eingeschult. Ja, du siehst den ganzen Werdegang. Genau, du kannst, wenn du Lust hast, von A bis Z in der Aquaristik AG durchziehen. Mhm. So, und das sind alles noch so Sachen, das ist nicht geplant, das ist nicht vorgesehen. Die Aquaristik, die AGs sind geschaltet für von Jahrgang bis Jahrgang und nicht, dass man nicht sozusagen... Genau. Und da. Aber da kann man ja noch dran arbeiten, genau, also oder ich glaub, das irgendwie anders. Das Problem anders ist in Deutschland, man muss halt leider Gottes wie kämpfen. Ne? Also du kriegst nichts geschenkt. Ja, aber das ist ja okay, wenn man Erfolge sieht. Ja? Also ja. Ich glaube schon, dass man in unserer Gesellschaft nicht alles übers Knie brechen kann, weil das hat halt vorgefertigte Bahnen. Ja? Das ist 30 Jahre so gelaufen und das. Ja, aber weil man so Schritt für Schritt das weiterentwickeln kann, ja. Dann ist das doch perfekt, ja, finde ich. Ne? Das denke ich auch. Ich arbeite dran. Gut, Sie hatten. Ja, das war auf jeden Fall ein super tolles Gespräch. Ja, vielen Dank. Ich habe zu richtig, richtig spannende Themen, finde ich. Und ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast, für das Alles Interview. Gut. Ja, schön, dass du da bist. Direkt an mich. Ja.
einfach hier unten drunter kommentieren, ich leite es dann weiter. Alles klar. Nein. Ja, wie gesagt, vielen Dank und ja, wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne noch ein Like unten drunter da und ein Abo, falls noch nicht passiert. Und unbedingt auch mal hier eine Koralle, die Zeitschrift besorgen. Mal reingucken. Genau. So. Gut. Bis dann sind wir raus. In diesem Sinne.